Hallo und willkommen zurück zu Outbreak Iceland oder Island, 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 hups, Iceland. Ich bin auch so ein Iceland. Und so, bevor wir jetzt aber gleich losziehen, würde ich gerne noch den Friedhof fotografieren. Einfach weil der einfach hier jetzt gleich in der Nähe ist. Und ich habe eure Kommentare gelesen. Jedenfalls jetzt für die erste Folge. Die ist jetzt nämlich gerade draußen. So, dann kann ich auch schnell ein Foto machen. Jetzt sag mir bitte nicht, dass das nicht gezählt hat. Weil wir das nicht mussten. Ich bin doch hier. Paparazzi. Muss ich am Friedhofsgelände in der Sendung? Nee. Okay. Moment, ich habe gerade keine Waffe ausgerüstet. Da hab ich jetzt wahrscheinlich. Nö, hat alles funktioniert. Sehr gut. Kann ich kein Foto von machen? Okay, also muss ich wirklich warten bis zum Ende. Und am Ende dann Fotos machen. Also wir müssen die Quest verfolgen. Es kann tatsächlich sein, dass am Ende. Weil das ist ja nur so eine angespielte Version, ja. Also es ist ja keine richtige fertige Version. Das ist ja jetzt nur so, ja, guck mal rein. So ist es ungefähr aufgebaut. Also so wie ich das verstanden habe. Deswegen funktioniert ja das Auto noch nicht und so weiter und so fort. Also mal gucken, mal gucken. Wie gesagt, dadurch, dass ich ja schon With Dent gespielt habe, weiß ich ja schon einiges, was hier los ist. Oh, gab es damals bei With Dent nicht auch so Banditenlager? Ein Reh! Also können wir uns doch Fleisch schießen. Lecker. Na, dafür brauchen wir erstmal die Sniper. Die müssen wir erstmal finden. Weil mit der Shotgun, da brauchen wir da nicht rangehen. Aber das hatten wir doch auch, erinnert euch, genau, das war aber auch. Das war auch, in Withstand war das auch am Wasser. Also es ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Ähnlichkeit mit Withstand. Genau, die kaputten Häuser und dann kam das Wasser. Leuchtturm, Leuchtturm, war da ein Leuchtturm? Ich weiß es gar nicht mehr. Um ehrlich zu sein. Ich weiß, dass hier auch voll viele Zombies rumliefen. Der hatte auch damals verschiedene Zombies. Jetzt ist es ja mehr so. Mir ist übrigens das aufgefallen, ne? Die ganzen Signaldinger, die ich immer zerstöre. Ist da oben irgendwas? Also, nee, ist eigentlich blödsinnig, dass ich hier hoch will. Die ganzen Signaldinger, die ich zerstöre, das sind anscheinend die Dinger, die diese Signale senden, warum die Zombies so leuchten. Wisst ihr, was ich meine? Ha. Ha. Wir müssen da hinten zum Leuchtturm. Aber hier ist ein unterirdischer Bunker. Nee, kein unterirdischer Bunker. Es ist einfach nur ein unterirdisches Lager. Sehr schön. Oh. Kann man auch. Nice. Gut, jetzt sind wir gleich überladen, bevor wir beim Dings ankommen. Sehr gut, machst du das, Selina? Naja. Ja, viel war das jetzt nicht. Aber guck mal, schön hier. Kann man auch Fahrrad runterfahren. Und dann gegen die Wand. ja, keine Ahnung, warum das einfach. Also. Warum das nicht einfach eine normale Dings ist. So, ich glaube, ich muss am Ende dann halt alle Fotos machen, weil da hinten, seht ihr das? Das ist nämlich das, wo auch das Boot ist. Da ist nochmal ein Wachturm oben. Ein Aussichtsturm. Wir gehen mal ins Wasser. Ach, krass. Ah, okay, gut, 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 gut. Da, O2. Sobald wir im Wasser sind, taucht. Gibt es hier Haie? Oh, ich springe einfach mal ins Wasser. Das geht auf jeden Fall. Also wenn es Fische gibt, dann gibt es auch Haie, oder? Wir sind im Wasser auf jeden Fall nicht langsamer, was ich gut finde.
Um ehrlich zu sein. Passt auf. Upsi. Also, Treibung. Dings funktioniert auf jeden Fall. Müssen wir hier vielleicht später nochmal hin zum Wrack? Weil da hinten ist auf jeden Fall auch noch so eine Bucht. Ja, ich bin schon wieder zu weit. Wisst ihr? So, wir halten uns mal an die Quest. Wir halten uns jetzt mal daran, wo wir hin müssen. Nämlich zum Leuchtturm. Ich bin ein Fisch. Und ich habe Angst vor dem großen bösen Hai. Also bis jetzt sieht es nicht so aus, als wäre hier ein Ha. Upsi. Ach, Sauerstoff, da war ja was. Aber ja, er kann sehr, sehr wenig die Luft anhalten. Also, ich meine, ich weiß, er ist ja nur ein Journalist so, aber Junge, ein bisschen mehr hätte ich mir schon erwartet. So. Hä? Das ist doch dafür gedacht, dass man hier hochkommt, oder nicht? Lut? Ach so, man kommt nur bis hierher und dann ist Ende, oder was? Okay, dann müssen wir außen rumlaufen. Oder hier dem Weg folgen, weil das sieht aus, als wäre da so ein Weg nach oben. Na gut. Follow me, everything is alright. I'll be a wonder. So, dann follow ich mal den Weg. Oh, es leuchtet rot. Ich komme zur Hilfe. Oh, hier ist nochmal ein Camp davor. Warte. Kann es sein, dass wir. Aber wenn wir da oben lang müssen. Ja, ich bin, glaube ich, falsch gelaufen. Ich glaube, ich muss irgendwo oben lang. Weil das sieht aus wie so ein Militärlager. Das sieht schon fast so aus, als wäre jeder Bunker. Hallo. Zack. Haha. Okay. Wir müssen halt die Übertragung, denke ich mal, stoppen. Und dann hören die auf, so elektrisch zu sein. Dann sind die, glaube ich, ganz normal. Okay, da ist auf jeden Fall das Ende. Man sieht es. Oh, es wird jetzt dunkel. Ich will das nicht. Ist das hier offen? Nee, ist geschlossen. Ich wollte hier eigentlich nur. Oh, ich wollte nur zum Leuchtturm. Oh, der hat sich da hinten verstecken. Habt ihr gesehen? Der Schuft. Wir hätten tatsächlich einen Schlafplatz mitnehmen sollen. Also ein Zelt. Es ist halt aber auch frech, dass ich da nicht einfach hochgehen kann. Ich habe auch so das Gefühl, dass ich jetzt auf der komplett falschen Seite bin. So, wisst ihr? Dass ich von hier aus jetzt nicht mehr so einfach darüber komme. Sondern hier irgendwie 150.000. Was ist da vorne? Ist das das Dorf im Nebel? Erinnert ihr euch? Also bei Withstand gab es so einen giftigen Nebel. Nee, Säuregebiet war das. Das war so ein Säuregebiet. Und da konnte man halt normal nicht rein. Man musste da. Gott. Hast du mich entdeckt? Das bringt dir rein gar nichts. Ja, aber ich muss sowieso runter. Weil. Ja. Weil ich muss jetzt irgendwie zurückgehen und schlafen. Ach komm. Ach ja. Wo willst du hinlaufen? Wo läufst du hin? Ich finde es ja schön, dass die Dinger taub sind anscheinend. Okay. Ja, ich weiß, es ist jetzt Nacht, ihr seht nichts. Es tut mir leid. Ich versuche jetzt mal nach Hause zu laufen und zu schlafen. Oder ich bin jetzt aber hier oben, wo eigentlich der Leuchtturm ist. Meint ihr, wir können im Leuchtturm schlafen? Denn ist, glaube ich, Flugzeugabsturz, oder? Also es ist alles relativ nah beieinander, muss ich sagen. Man hat jetzt halt keine ewig langen Wege.
Warum ist das jetzt rot? Es ist jetzt die Blutmondnacht. Okay, ist jetzt Nacht. War das jetzt nur dunkel während des Sonnenuntergangs? Und jetzt, dann Nacht ist, spawnen die Viecher. Und es wird ein bisschen heller, damit man die sieht. Okay, also es ist jetzt offiziell Nacht. Was ich echt schön finde, oder finden würde, so rum, nicht echt schön finde, sondern finden würde, ist, wenn es tatsächlich die Möglichkeit gäbe, zu gucken, wie viel Uhr wir haben. Weil ich. Mir fehlt einfach diese Möglichkeit. Gott. Da kommt gleich wahrscheinlich noch einer von hinten. Und dann bin ich. Ja. Weil die haben ja alle gesagt, in der Nacht sind richtig viele von den Viechern da. Okay, gut. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schnell rein in den Leuchtturm. Da sind wir sicher. Hoffentlich sind wir da sicher. Aber ich denke mal, dass wir drinnen sicher sind. Vielleicht gibt es da ja auch so ein Bett zum Schlafen. Also ist ja hier auch schon vorgekommen. Dass man da drinnen dann. Bist du in der einen Lagerhalle? Da hatten wir auch dann Platz zum Schlafen. Ansonsten, also wir haben jetzt auf jeden Fall. Nee, wir haben. Ah, nee, wir haben nur eine Pilz gefunden. Ja, Deutsch gut. Deutsch sprechen gut. Ich muss mich gleich nochmal umschauen mit den einzelnen Dingern, ob ich vielleicht irgendwo eine Uhrzeit finde, an der ich mich orientieren kann. An der ich sagen kann, jo, pass auf. Wir haben 5 Uhr. Was ist da hinten? Nee, das ist Holz. War nicht mal eine Tür, die wir zumachen können. Sowas, finde ich immer schön. Zahnräder hatten wir noch gar nicht. Okay. Es scheint hier tatsächlich friedlich zu sein. Die Lampen wunderschön. Entschuldigung. Yay, wir haben Fleisch. Ich glaube, das kann auch nicht kaputt gehen. Kartoffeln und Fleisch. Mal gucken. Können wir vielleicht was basteln? Was Schönes basteln vor allem. Vor allem basteln. Ah, sehr schön. Nein, es ist kein Bett. Das können wir auch nicht schlafen. Aber wir haben Stoff gefunden. Wir haben, glaube ich, haben eins oder zwei Stoff gebraucht. Erkunde den Leuchtturm. Okay, wir müssen, glaube ich, noch mal eins hoch. Ich wollte jetzt aber mal gucken, ob wir auf die Schnelle ein zwei Stoff und eine Schere. Ja gut, können wir knicken. Können wir knicken. Wieso habe ich das Zelt nicht mitgenommen? Ich bin ja auch anders als die anderen Kinder. Na komm. Schneiper, Schneiper. Schneiper, Schneiper. Bäm. Kaputt. So, ist hier nochmal irgendwas? Nö. Just pin my. Okay, also dann müssen wir gucken. In unser Inventar rein. Hä, wir haben doch ein Zelt dabei. Bin ich. Ey, ohne Witz. Manchmal frage ich mich, ob ich selber gucke, was ich mache. Ach, tut mir leid, Leute. Wir haben. So. Das heißt, es ist alles gut. Wir haben auch zwei Pilze. Daraus können wir uns dann nochmal ein Essen machen. So, und wir haben auf jeden Fall einen Schlafsack. Das müssten wir jetzt nehmen können. Sehr gut. So, erkunden das Forschungszentrum. Wir werden jetzt aber gleich erstmal schlafen gehen. Ich meine, wir müssten eigentlich auch genug haben für ein Lagerfeuer, oder? Erstmal, also wir können so, so ist Inventar. So ist platzieren. Genau, benutzen. Spiel speichern. Und ja, jetzt seht ihr wieder, wann ich aufnehme. Wir schlafen mal 8 Stunden. Bis dahin müsste ja eigentlich. Oh Gott, wir verlieren jetzt übelst viel Essen und Trinken. Ja. Kann ich das roh essen? Ja, aber es stellt nur 5% wieder her. Das ist nix. Nix ist das. Das würde 10% wiederherstellen, hat aber eine Wahrscheinlichkeit, dass es uns vergiftet. Wir können aber, glaube ich, auch ein Lagerfeuer einfach herstellen. Ja, haben wir. Haben wir alles. Und es ist. Also. Jetzt. Nein, 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 nein.
Zwei Lagerfeuer sind besser als eins, wisst ihr? Falls eins kaputt geht, hat man noch eins. So, können wir das herstellen. So, da haben wir nämlich auch was zu essen. Aber, so, können wir auch wieder zerlegen. Sehr gut. Ach nee, wir können es aufheben, so gesehen. Nee, dann lass mal ein Lagerfeuer hier. Ich meine, das bringt ja nichts. Außer ich remove es, aber dann kann ich es auch hier stehen lassen. So frisst ja kein Brot. Aber das hier werde ich auf jeden Fall zerlegen und mitnehmen. So. Essenstechnisch bin ich bei 32. Trinken ist halt jetzt ein Problem, weil ich es tatsächlich nicht abkochen kann. Jetzt sind wir bei 51. Ja, wir essen mal alles weg. Das ist okay. Sind wir bei 71. Müssen wir gucken, dass wir vielleicht was zu trinken finden. So, hatte ich hier nicht irgendwo noch Stoff liegen gehabt? Oder liegen gelassen? Hä? Okay. Hier habe ich, glaube ich, Stoff. Genau, nehmen wir mal alles mit. So. Es ist halt immer noch dunkel draußen. Ich habe 8 Stunden geschlafen. Wisst ihr, was ich meine? So, es müsste doch mittlerweile hell. Ach nee, das ist Gewitter, ne? Ey, es ist halt so komisch. So, da unten drunter ist gleich das Forschungszentrum. Oder was? Kann ich davon ein Foto machen? Bitte sagen wir, dass es funktioniert. Nee. Ich muss tatsächlich später wieder kommen. Okay. Es scheint ja anscheinend davor so gewesen zu sein, dass man hier viel mehr machen konnte. Ach, da vorne ist das Ding. Kann ich hier runterspringen, ohne mich zu verletzen? Das ist die Frage. Weil. Oh Gott sei Dank. Da läuft einer rum. Ich meine, wir haben jetzt relativ volles Inventar. Ach, verdammt. Hast du mal was zu trinken? Kannst du mir mal eine volle Flasche geben? Nicht nur eine leere? Würde ich bevorzugen. Na, okay, gut. Wie ich immer automatisch F drücke, zum alles looten. Aber ist hier nur eins? Ich glaube, ich muss erstmal jetzt alles looten, bevor ich das Ding kaputt mache eigentlich. Nee, da komme ich nicht rein. Okay. Hier ist Holz vor der Hütte. So. Hier ist das Forschungszentrum. Okay, ein Laptop. Ich vermute, da werden Dinge drin stehen. Eine Jacke. Eine Jacke. Oh, ein großes Erste-Hilfe-Set. Sehr schön. Haben wir hier noch irgendwas? Wir werden gleich hier, Laptop untersuchen. Huch. Lieber Connor, es ist 7 Uhr morgens und ich habe schon 10-mal an deine Tür geklopft. Ich bin gekommen, um dir zu sagen, dass ich das alles nicht mehr ertrage. Die Menschen sollen von den Experimenten wissen, die auf der Insel stattfinden. Ich werde die Laborunterlagen mitnehmen und die Nacht in einer Höhle verbringen, damit ich im Morgengrauen mit dem Boot verschwinden kann, bevor die Soldaten kommen. Okay. Oh, finde den verschwundenen. So, wir werden aber wohl noch mal, wohl oder übel, noch mal kurz nach Hause laufen und dann hierher zurückkommen. Da bleibt uns, glaube ich, nichts anderes übrig. Also ich muss sagen, vom Blut her geht es sich vollkommen aus. Also man bekommt alles zusammen. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich nicht, ja, wollen wir nicht nächste Folge schnell da rein? Weil wenn wir so drüber nachdenken, ist eigentlich okay, oder? So, aber bevor wir das machen, finden wir auch sowas falsch an. Ah, Moment, ist ein bisschen her, dass wir gespeichert haben. Stellen wir das Zelt auf. So, Zelt aufstellen. Speichern. So, und dann springen wir mal in die Tiefen. Weil das ist ja eigentlich, müsste tief genug sein. Oh, sehr nice. Und kann reinspringen, ohne dass man Schaden bekommt. Okay, gut. Dann danke ich euch vielmals fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächste Folge wieder. Ich gucke dann ins Wrack rein. Und gucken dann drüben.
in die Höhle rein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Bye, bye.